Ja, Leute, herzlich willkommen. Ich bin's wieder für euch. Ihr seht, was das ist. Das ist eine TÜV-Plakette. Gestern waren wir im Wohnmobil beim TÜV und bei der Gasprüfung beim Freistaat in München. Und bei der Dichtigkeitsprüfung, da muss ich jetzt dann gleich mal eine wichtige Geschichte sagen für alle Etrusco-Besitzer, Carrado und so weiter und so fort. Es gibt nämlich einen großen Schwachpunkt bei unseren Wohnmobilen, den ich euch unbedingt mitteilen will. Nicht, dass ihr da ums Ohr gehauen werdet. Also ich habe gestern quasi meine Dichtigkeitsprüfung gemacht. Ich habe heute mein Wohnmobil komplett winterfest gemacht, beziehungsweise Wasser komplett entleert. Ihr seht es noch, wie nass das da bei mir alles ist im Hof. Ja, also alle Leitungen, dass man da nichts aufgefriert. Bei uns soll es nämlich nächste Woche bereits einen ersten Frost geben. Und wie gesagt, ich war gestern bei der Dichtheitsprüfung in Freistadt und dann wurde was festgestellt, und zwar ein Schaden von über 2.500 €. Den hätte ich selber nicht gefunden. Ich zeige euch jetzt einmal wo. Das ist wichtig für alle Etrusco-Besitzer, Carrado und so weiter. Das sind im Endeffekt alles die gleichen Mobile, dass ihr mal in eure Heckgarage reinschaut. So, dann macht ihr mal die Tür auf. Und jetzt schaut mal her. Wenn man jetzt da unten hinschaut, seht ihr das da, oder? Diese Dinger da, oder? Schaut aus wie so Noppen. Ich habe das auch schon längere Zeit im Urlaub bemerkt. Habe mir aber gedacht, derjenige, der wo hier diese Folie quasi raufklebt, ja, der hat da vielleicht das irgendwie, ja, der hat da irgendwelche Ständchen oder was reingebracht. Das Ganze zieht sich bis hier hinter, da seht ihr es, da haben wir auch noch sowas. Und hier platzt teilweise schon gar ein bisschen auf. Und das ist tatsächlich ein Wasserschaden. Ja. Da zieht es irgendwo in die Tür, zieht es hier Wasser rein und dann bilden sich da solche Dinge. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Auf jeden Fall ist das sofort vermerkt worden auf meiner Dichtigkeitsprüfung. Das kriege ich auf Kulanz, da wird die ganze Tür getauscht, das sind über 2.500 € Schaden. Ja, was mir gesagt worden ist. Also ich bekomme eine komplett neue Tür für die Heckgarage. Und schaut einfach mal in eure Heckgarage rein, schaut euch die Türen an, und wenn ihr sowas da entdeckt, ja, und das ist ein bekanntes Problem bei Etrusco vor allen Dingen, das bin also ich nicht der Einzige, das haben mehrere Leute, dann, wenn ihr solche Noppen entdeckt, fahrt ihr bitte gleich zu eurem Händler und das kriegt ihr auf Kulanz. Das ist nämlich bekannt. Ja. Sieht man, da reißt das schon ein bisschen auf, das Ganze. Ja, ich filme es einmal von nah, dass ihr das seht. Das schaut aus wie so Noppen. Ja. Und das ist halt nicht gut. Ne? Und da hat man ja gesagt, das ist bekannt. Das kann bei beiden Türenseiten vorkommen. Auf der anderen Seite habe ich das jetzt nicht. Aber bitte geht einmal raus in eure mobilen Schatz. Und da ist ja irgendwie so hier unten, wenn man das so genau hinschaut, schon fast wie wenn das ein Rost oder irgendeine Oxidation oder was wäre. Ja. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite rüber. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite, also in Beifahrerrichtung. Wenn man da hinschaut, habe ich jetzt auch so Flecken da drin. Ja, sieht man das? Das ist schon von der Anlieferung, beziehungsweise wie ich ihn bekommen habe von der Auslieferung. Da ist aber das jetzt halt nicht vorhanden, aber da unten ist auch irgendwie komisch. Das sollen Sie sich vielleicht auch nochmal anschauen, aber wie gesagt, da sind keine solchen Noppen drin. Die Tür schaut einigermaßen gut aus. Ne? Also wichtig für euch Leute, geht's einmal rüber. Oder beziehungsweise geht's einmal zu eurem Wohnmobil und schaut euch das so. Und wenn ihr dann so ein Fehlerbild seht, also das ist deutlich zu erkennen, dann ab zum Händler. Das ist definitiv ein Kulanzfall und das ist definitiv bekannt. Ja, das gilt für Etrusco, für Carrado. Ich glaube, das ist alles so die gleiche Basis. Egal, schaut einfach rein in die Heckgarage. Das wollte ich euch nur jetzt mal kurz mitteilen. Ja, kann nicht schaden. Vielleicht hat einer von euch auch sowas und weiß nicht, was ist das. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Das ist definitiv ein Schaden und ihr kriegt eine neue Tür für euer Wohnmobil. Ja, Leute, das wollte ich euch jetzt nur mitteilen, das kleine Video. Einfach mal so wieder mal Erfahrung gemacht, die wo ich mit euch teile. Wenn ihr sowas habt, dass ihr da nicht irgendwie, ja, ich muss Ohr kauen werden oder was, sondern das ist ein bekanntes Fehlerbild. Also, Leute, wünsche euch was. Wünsche euch noch viel Spaß beim Einwintern von eurem Wohnmobil. Dann sehen wir uns demnächst beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.